Das hier ist halt wirklich Entspannung. Ne? Das ist Körperwahrnehmung und Entspannung. Und mir ist eine alte Geschichte von mir selber, also aus Grundschulzeiten eingefallen. Ne, weil ich mich immer frage, die Leute suchen eben Action und so. Und ob das bei mir jemals anders war. Und ich weiß, also mit diesem konventionellen Sport, das war nie meine Sache. Nie. Also Grundschulzeit, das wusste ich halt als Kind auch nicht. Jedenfalls, wir haben Bundesjugendspiele oder sowas gehabt. Grundschule, 3., 4. Klasse. Und dann war ich da, wie alle sollten wir da hin. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir sogar mit dem Bus hingefahren worden, keine Ahnung. Das war für einen Viert-Drittklässler war das schon ziemlich weit weg von zu Hause. Ne? Und dann habe ich gesehen, dass sie da so Wettbewerb machen und halt Anstrengung und so. Das war damals auch schon nicht mal ein Ding. Und dann habe ich gefragt, ob wir das machen müssen. Ne? Ich weiß nicht, ob jemand anders noch sowas gefragt hat. Jedenfalls hat dann war glaube ich gar kein Lehrer, sondern halt der entsprechende Mensch hat dann gesagt, nö, musst du nicht. Und dann habe ich gesagt, danke, okay, dann gehe ich. Und dann war ich wirklich da. Also ich weiß nicht, ob irgendwer anders, das waren wirklich viele, also mindestens die gesamte Schule, in der ich war, gesamte Grundschule, wenn nicht sogar noch ein paar mehr, waren ja Bundesjugendspiele. Bin ich nach Hause gegangen. So viel zu meiner Einstellung zu Geräteturnen, Weitspringen, Dauerlauf und bis Workout. Es war nie meins. Ich habe immer so was Ruhiges gesucht. Und das Yoga, Feldenkreis, Qigong, Tai Chi gehörte nicht zur Schule. Wir haben in der Oberstufe mal so eine ein oder zwei Sportwochen gehabt. Und da gab es sowas. Da habe ich teil dran genommen. Und das fand ich auch gut. Und habe mich gewundert, warum es das nicht öfter gibt. Also ich war niemals so ein Hauruck-Mensch. Also ich mochte auch nicht Menschenansammlungen, schon als Kind nicht. Also es ist Sport für faule, introvertierte, intellektuelle Einzelgänger, die sich trotzdem in Gruppen treffen, um sowas Langsames hier zu machen. Und dazu gehört dann eben Meditation. Und zwar nicht diese Bewegung als Meditation titulieren, sondern Sitzmeditation. Von Zazen bis Vipassana. Aber von mir aus sogar mitbeten. Ob nun Islam oder christlich, egal. Weil es ist wie Mantra. Und die Traditionen haben auch Meditationstraditionen, also sie haben ihre eigenen Mystiker und so, das trifft sich alles. Ist eigentlich das Gleiche. Genug von Theorie. Ihr könnt grüßen. Grüßen finde ich toll. Ich bin zwar sehr einzelgängerisch, aber mit Gleichgesinnten mag ich mich dann doch treffen ab und zu sowas Unaufgeregten wie diese.